So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir sind jetzt hier, ihr seht schon, ich habe das eine Duell hier gerade mal gemacht. Und wir machen mit den Karakuri weiter. Dieses Deck ist ein Mix aus Karakuri und Schrott, sei auf der Hut, es kann synchro beschworene Monster austauschen, je nach Lage auf deinem Spielfeld. Das Synchro-Monster Schrottdrache, das Karten zerstören kann, ist auch sehr mächtig. Aber der Effekt Schrottgolem mit Spezialbeschwörung, Schrottsucher in dein... Aber der Effekt des Schrottgolem mit Spezialbeschwörung den Schrottsucher in der Spielfeld beschwört. Der Satz ist irgendwie nicht gut. Können alle Monster, die du ausgesendet hast, zerstört werden. Pass auf den Status des Friedhofs deines Gegners auf. Ich glaube, das müssen wir uns ansehen. Das müssen wir sehen. Ich glaub, das kann ich so nicht. Das muss ich gesehen haben. Ein Lüfter? Bin ich mehr. Was ist denn da los? Von meinem Zusatzlüfter. So, erst gekauft. Okay. So, was haben wir denn hier? Brecherpfad. Falls ein Erde ein oder mehr durch ein Kartenmaschinenmonster, Erde-Maschinenmonster durch einen Kampf oder Karteneffekt zerstört werden, kannst du eine Karte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Die ganze Karte vom Friedhof verbannen, alles klar. Dann hätte ich bitte wieder die nette Dame. Aber sag mir jetzt nicht, die nette Dame ist nicht im Deck. Das ist natürlich nicht gut. Die Karte, die richtig gut war, die haben sie rausgeschmissen. Natürlich. Wäre ja auch zu einfach, ne? Ah, was leckst du denn? Ja, das Spiel. Muss ich hier im Hintergrund zumachen. Ich dachte eigentlich, das Spiel frisst nicht so viel CPU. Naja, gut. Kann seine Kampfposition ändern. Und dann kann ich sie rufen. Damit erwähnen sich unsere Zahnräder. Kann eine Spezialbeschwörung machen. Ah, weil das hier als Empfängermonster gilt. Ich finde das ziemlich mies, dass sie so viele gute Karakuri-Karten hier rausgeschmissen haben. Das kannst du wählen, ein Karakuri-Monster, das kontrollierst, in seine Kampfposition, füge dir eins deiner Hand hinzu. Machen wir. Dann ändere ich nämlich seine Kampfposition. Und dann nehmen wir uns einfach mal hier den Soldaten. Versuche taktisch zu agieren, Leute. Ich versuch's zumindest. Kann die Karte aktivieren, ja. Machen wir einfach mal. Ah, der hat sich jetzt aber nicht geändert. Das war jetzt aber irgendwie zu einfach. Das hat sich keine Kampfposition geändert. Kann doch mehr. Ah, nee, das hat einen Karakuri-Zähler von maximal 2. Dann müsste ich die erst auf die Hand nehmen. Dann müsste ich die in der Main Phase 2 jetzt aktivieren, dass ich
dass ich da zwei Karten sehen darf. Ich dachte, das kann ich noch ein bisschen stacken, irgendwie auf 5 oder so. Ja, gut. Braucht halt Xyz Monster, aber Xyz Monster verwenden wir nicht. Bringt uns also nichts. Und macht er weiter. Der linkt jetzt. Warum Karakuri bei raus? Nee. Erdverzauberin. Darf ich jetzt meine Effekte aktivieren? So. Möchte gerne die da zerstören. Dann möchte ich bitte einen neuen Soldaten haben. Also diese Schrott-Kombo, die war bisher noch nicht gut. Die war eher genau das, ziemlicher Schrott. So, wenn die Karte beschworen wird, du kannst ein Monster spezial beschwören, okay. Machen wir. Da kann ich ein Link-Monster rufen. Habe ich kein Xyz-Monster? Doch. Aber die haben die falschen Stufen. Na, das ist ja ungünstig. Jetzt haben sie Stufe 8. Geht jetzt was? Nö. Ja, dann halt nicht. Vielleicht nicht mit dem super starken zuerst angreifen sollen, dann hätte ich sogar gewonnen. So, jetzt verliert er aber. Ja, jetzt rufe ich mir meinen Karakuri Stahlshogun. Ich könnte auch vom Gegner die Kampfposition ändern. Aber ist egal, mit dem Stahlshogun hole ich uns nämlich das Vieh hier. Gerade nochmal. Und dann erschaffe ich uns einen Super-Shogun. So sieht es nämlich aus. Ehrlich gesagt, ich will keine Effekte mehr anketten. Ich will das Spiel jetzt einfach beenden. Ich meine, ich finde es lustig, dass ich all das kann und er offenbar nicht. Aber, ja.
So, dann sind jetzt die letzten Karakuri-Sachen drin. Durch die Kombination von Karakuri-Synchro-Monstern mit Monstern wie Super-Verteidigungsrobo, deren Effekte auf sie auf Stufe 8 bringen, können mächtige Xyz-Monster erschaffen werden. Rang 7, Nummer 11, Großes Auge und Rang 9, Wahrer König allen Unheils sind Monster, auf die du aufpassen musst. Aber auch Rang 8, Drehaugen-Spielzeugdrache, kann mit seinem Effekt und Begrenzer Inferno 8000 ADK freisetzen. Er ist also ein hinterlistiger Gegner. Kann er das, ja? Problem ist, er ist Empfänger. Wenn ich sie rufe, sie ist auch Empfänger. Nützt mir natürlich überhaupt nichts. So, ich lasse es erstmal dabei. Na, er macht das gleiche wie ich. Wenn er nichts weit. Na. Da bekomme ich Angst. Wenn er sowas macht, bekomme ich Angst. Ah, warte mal. Nee, ich will den Effekt nicht. So, Super Shogun im Einsatz. Ah, ich hab auch wieder ihn hier. Macht doch wieder irgendwas Böses. Nee, oder nicht? Na, in dem Fall. Oh, Super Shogun. Ich weiß nicht genau, warum die Ninjas damit kombiniert werden. Wahrscheinlich, weil die irgendwie zusammenpassen und weil die vom Level her dann die Xyz-Monster rufen können. Aber die will ich überhaupt nicht. Okay, dann aktiviere ich halt mein verborgenes Dorf, denn ja. So, falls ein Ninja-Monster beschworen wird, du kannst eine Ninja-Karte oder ein fügst deine Hand hinzu, ja. Okay. Ah, damit kriege ich meinen Karakuri-Ninja. Stimmt, den gab's ja auch. Was kann ich jetzt speziell beschwören? Ah, ich könnte wieder linken. Ich will den Gegner nicht linken. Ich will ihn auf faire Weise besiegen. Ja, vielleicht mit dem anderen angreifen sollen, aber ich habe ja so ein Talent dafür, Gegner gerade so nicht umzubringen und dann von ihnen umgebracht zu werden. Ja, dann aktiviere ich mal meinen Effekt.
Ach, ich kann meinen auch nicht wählen. Ja. Weil der jetzt in der Verteidigung ist, kann ich seine Karte verbannen. Aber es sieht gut aus, dass wir gewinnen. Jetzt kann ich das wieder machen. Und verbann die verdeckte Karte. Bevor die uns hier irgendwie mal Ärger macht. So, Spiel vorbei. Karakuri besiegt. Und einfach, damit wir es mal sehen, zeige ich mal ein paar Verbesserungen am allergischen Schockdeck. Also beziehungsweise ich spiele es einfach mal, vielleicht sieht man ein paar. Und ich weiß, ich habe auch mit dem antiken Antriebsgolem-Deck nicht ideal gespielt. Das war. Ja. War halt, ne? War einfach. Muss man auch mehr muss man dazu nicht sagen. Es war einfach. Gut, welche Verbesserungen sieht man jetzt nicht, aber macht nichts. Geht auch so. Wir heilen sogar noch. Das ist das Schlimmste, wenn man selber dabei noch heilt. Wenn man dem Gegner eigentlich nur Leid zufügt. Aber eigentlich ist es gut, aber für unseren Gegner ist es nicht gut. Ehrlich, das ist das Mittel der Wahl. Also da hätte noch deutlich mehr gehen können. Also ich frage, warum ich den Baum hier hab. Brennende Algen, wenn sie zerstört werden, ja, dann kriegt der Gegner einfach mal eben 1000 Lebenspunkte geschenkt. Und ihr wisst doch, wie gonorös ich bin. Damit meine ich nicht, dass ich Gonorrhoe habe. Gönnerhaft. Ja, wisst schon. Ich könnte jetzt das Vieh einfach in den Tod schicken, aber... Ja, wozu? Wir haben die Wege des Schicksals. Hier, ja, Schrottplatz. Gibt's nicht. Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. Ging einfach nochmal Lebenspunkte. Ihr merkt, warum ich das Deck mag. Und ich würde sagen, den letzten Kampf davon, den mache ich einfach offscreen, weil ich gerade kein neues Deck zu zeigen habe. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann einfach, wenn es weitergeht mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bis dann, euer Wolf.